Bei KTM Fahrrad GmbH in Mattighofen, Oberösterreich werden 190.000 Fahrräder pro Jahr hergestellt. Über 300 Mitarbeiter sorgen für mehr als 120 Millionen Euro Jahresumsatz. Nirgendwo sonst in Europa werden noch Fahrräder in diesem Ausmaß produziert, wobei in Mattighofen im Wesentlichen lackiert und zusammengebaut wird. Immer öfter in den Montageboxen zu sehen, Elektrofahrräder. Der Boom ist ungebrochen und auch bei KTM setzt man stark auf E-Bikes. Pedelecs gehören zu uns zum wichtigsten Sortimentsbestandteil, schon 30% des Umsatzes und 20% des Absatzes werden mit Pedelecs gemacht. KTM bietet vermehrt Mittelmotorsysteme an, wohl auch als Folge des gestiegenen Bedarfs an komfortablen und alltagstauglichen E-Bikes. Es ist generell so, dass sich auf dem Fahrradmarkt, vor allem im E-Bike-Sektor, in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Also wir haben bereits in den 90er Jahren mit ersten Prototypen für E-Bikes angefangen und da hatten wir sehr, sehr geringe Reichweiten von nur 10 bis maximal 30 Kilometern. Und in den letzten Jahren sind durchaus Reichweiten von knapp 150 bis 200 Kilometer bei optimalen Verhältnissen möglich. Wenngleich kein Volumenmodell, aber ein Vorzeige- und Innovationsprodukt ist das KTM eShopper Elektrofahrrad. Das avantgardistisch gestylte Modell mit Bosch E-Antrieb und reichlich Platz zum Shoppen wurde bei der Eurobike mit dem Gold Design Award ausgezeichnet und brachte weltweit ordentlich Publicity. Ein weiteres interessantes Pedelec-Produkt ist das e-Compact, speziell für den urbanen Bereich. Das Fahrrad ist mit 24 Zoll Bereifung klein und wendig. Der klappbare Vorbau bringt Vorteile beim Transport und beim Verstauen. Als Antrieb fungiert auch hier das Bosch Mittelmotorsystem. Eine E-Bike-Weltneuheit durften wir beim Besuch in Mattighofen vorab schon mal sehen. Es hat die Technik und Technologie von 2015 schon, wir bieten es aber im Juli bereits an. Es ist ein Machina Lycan mit einem neuen Bosch-Motor, mit dem neuen Display, das auch Navigationsaufgaben erfüllen kann. Das ist ein All-Mountain-E-Bike, eins der besten seiner Art. Wir freuen uns sehr, das jetzt präsentieren zu dürfen. Gemäß der ständig wachsenden Kundenansprüche werden in der Branche und bei KTM große Anstrengungen unternommen, um Gewicht und Reichweiten weiter zu verbessern. Und die Bedienungsfreundlichkeit noch verbraucherfreundlicher und einfacher zu machen. Das sind die Herausforderungen der nächsten Zeit. Und da gibt es dann Kombinationsmöglichkeiten mit Smartphones. All diese Dinge kommen. Der Fahrradsektor bleibt somit ein höchst spannender Innovationsbereich.